Revolutionen sind Umwälzungen, schon dem Wortsinne nach. Das Wort ist ja erfunden worden von Kopernikus. Er hat mit dem Wort Revolution das Umkreisen der Planeten um die Sonne bezeichnet. Und er dachte, Revolution ist etwas, was immer wieder kommt, immer und immer wieder. Und die ersten Revolutionäre haben sich als Revolutionäre verstanden und gedacht, sie wollen das, die gute alte Ordnung wiederherstellen. Etwa in der Glorious Revolution in England, wo man den König zwingen wollte, sich wieder an die Gesetze zu halten, so wie man das vorher ja schon mal erkämpft hatte. Oder auch die amerikanischen und französischen Revolutionäre Ende des 18. Jahrhunderts, die wollten jeweils auch ihren König dazu zwingen, sich an bestimmte Gesetze zu halten. Die Könige haben sich geweigert, Könige möchten gerne lieber absolutistisch und uneingeschränkt herrschen. Und dann ist das vor allem in Amerika und in Frankreich eskaliert. Und plötzlich hat man gesehen, man muss nicht die Könige ans Gesetz binden. Es ist besser, die Könige loszuwerden, sofern es gelingt. In Amerika ist so halbwegs gelungen, man hat eine Republik gegründet. Das hat man in Frankreich auch versucht, allerdings hat das da nicht lang gehalten. Man hat kaum zwei Jahrzehnte später schon wieder ein Kaiserreich gehabt und dann ging es immer hin und her mit Republik oder Kaiserreich oder Diktatur. Es ist also die Revolution ein Umwerfen inzwischen, das ist eine neue Bedeutung, ein Umwerfen der alten Ordnung, um eine größere Freiheit herzustellen, um allerdings auch die Freiheit auf Dauer zu stellen. Und dazu muss man nicht nur eine alte Ordnung umwerfen, sondern auch eine neue gründen. Und das ist gar nicht so leicht, aber das ist vor allem deswegen nicht leicht, weil erstens Anhänger der alten Ordnung sich dagegen wehren. Man befindet sich also in einem Kampf und in einem Kampf geht es nicht darum, wer besser ist, sondern wer sich durchsetzt. Und das läuft oft den freiheitlichen Zielen einer Revolution zuwider. Und andererseits ist es deswegen schwierig, weil man oft gar nicht weiß, wie eine neue, gute Ordnung aussehen sollte. Man sucht also irgendwo, finden wir ein Vorbild, wollen wir so wie die anderen das machen? Das haben die amerikanischen Revolutionäre etwa mit der Römischen Republik, mit der antiken Römischen Republik gemacht. Da haben sie hingeschaut und gesagt, so wollen wir das haben. Jetzt glaube ich nicht, dass man sich heute noch die Römische Republik oder die das, was die französischen Revolutionäre erkämpft haben, wirklich als Vorbild nehmen wollte. Da gab es überall noch schreckliche Ungleichheiten und Ausbeutungsbeziehungen. Und ich denke, wenn man für heute das Wort Revolution wieder verwenden möchte, dann muss man noch anspruchsvoller werden als die Leute Ende des 18. Jahrhunderts oder auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Nun stellt sich die Frage, was könnte heute denn eine Revolution sein? Heute haben wir sehr differenzierte Systeme und eine Revolution, also eine Umwälzung im politischen System, wo man sich andere politische, nicht nur anderes politisches Personal, sondern wirklich eine andere politische Ordnung gibt, wäre allein noch gar nicht so viel, weil es ja diese anderen Systeme, insbesondere das wirtschaftliche System, aber auch das System der internationalen Beziehungen gibt, die einen ziemlich in den Ambitionen ausbremsen. Eine Revolution müsste also allumfassend sein, aber niemand hatte einen Blick auf allumfassende Zusammenhänge. Die Welt ist viel zu komplex, um das zu überblicken. Ein Revolutionsgenie hat es ja sowieso nie gegeben. Die großen Revolutionsgenie, von denen wir sprechen, sind üblicherweise Leute, von denen man hinterher gesagt hat, als klar war, was rausgekommen ist, der hat da was gemacht. Während einer Revolution ist alles chaotisch, man weiß es nicht. Aber, und da beziehe ich mich jetzt auf Hannah Arendt, da gibt es ein interessantes Phänomen bei all diesen Revolutionen seit der Französischen Revolution. Und zwar, wenn die Ordnung zusammenbricht, die alte bisherige Ordnung, die als auch unterdrückerisch und überwindenswert empfunden wurde, dann hat man erstmal gar keine richtige neue Ordnung und muss sich irgendwie zurechtfinden. Und das macht man zunächst auf lokaler Ebene. Also überall bilden sich so kleine Räte, erstmal in den Nachbarschaften, wo man sich überlegt, wo kriegen wir jetzt das Essen her? Wie gehen wir damit um, dass vielleicht Plünderer kommen? Was machen wir zu unserer Sicherheit, zu unserem Vergnügen, zu all diesen Dingen, wo wir früher zum Staat oder zum Markt gegangen sind, um uns das zu holen? Und so organisieren sich die Leute tatsächlich selbst nach einem Modell,
das so gar nicht ausformulierten Leuten vorliegt, es sei denn, sie haben sich die Geschichte der Revolutionen angeschaut oder anarchistische Philosophie. Denn Anarchisten sagen von vornherein, wir müssen klein anfangen. Groß können wir erstmal gar nicht. Und das Kleine ist das, was in der Nachbarschaft, im Betrieb, in den Familien, mit ihren Netzwerken. Ja, man ist ja mit vielen Leuten verbunden und in diesen Beziehungen kommt es häufig vor, dass man hierarchielos auskommt. Klar, auch da wird es Tyrannen geben, aber ein Tyrann unter einem Dutzend Leute ist leichter zum Schweigen zu bringen, als einer, der Millionen unter sich hat. Ne? Und deswegen glaube ich, dass auch heute noch Revolutionen möglich sind, wenn wir zwar gerne große Ambitionen haben, aber realistisch sehen, dass wir nicht den einen Hebel finden werden, den wir umlegen müssen und dann ist die ganze Welt gut. So einen Hebel gibt es nicht. Ich glaube, Revolutionen würden heute bedeuten, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, alternative Strukturen aufzubauen, die gerne auch zu verteidigen gegen Übergriffe des Staates oder des Marktes oder anderer Herrschaftsbeziehungen und gleichzeitig subversiv an der Ideologie der Herrschaft zu arbeiten. Zu einer Revolution gehört nämlich nicht nur die Änderung der Institutionen, sondern auch die Änderung dessen, wie die Leute sich privat und in ihrem normalen Leben verhalten. Und das würde bedeuten, dass die Leute zum Beispiel die Lust verlieren, Krimis anzuschauen, wo ihnen vorgeführt wird, dass es drei Sorten Leute gibt, nämlich Täter, die bestraft werden müssen, Opfer, die einfach ermordet werden und drittens Polizisten, die wieder alles gut machen. Ich glaube, dass es eine ganz falsche Vorstellung ist, die aber jeden Tag hundertefach erzählt wird. Keine Krimis mehr im Fernsehen, selbst das würde ich für eine revolutionäre Tat halten, die es uns ermöglicht, uns was anderes vorzustellen. Nicht diese Hierarchie, sondern das gemeinsam mit anderen Arbeiten. Und bei der nächsten Party können wir es ausprobieren. Bei der nächsten Party können wir mal schauen, ob wir einander bezahlen oder einander befehlen müssen oder ob es auch ohne das ganz gut klappt.